Ja, da ist das Swift hier mit Glasscheibe. Da ist ja kein Touchscreen, die Scheibe ist geplatzt, ist aber ähnlich ein Touchscreen. Gut aufpassen, das sind sehr scharfe. Ja, da ist ja kein Touchscreen, da kann man hier sehen, mindestens bei dem Austausch Display, das ist komplett mit Rahmen, der ist verklebt in Rahmen und justiert. Na, also wahrscheinlich hat man eine Schablone dafür. Ja, ansonsten musste man die Glasscheibe einzeln finden und das Display abkleben und neue einkleben. Na. Es gibt aber Versionen mit Touchscreen und entsprechend hat der Hersteller das so gelöst, wahrscheinlich günstiger in Produktion. Keine Ahnung. Was soll man auf der ja, wenn man jetzt, wenn ich jetzt das Display tauschen möchte, der ist ja unten hinten, da kommt man nicht dran. Die kleinen Plastikteile müssen abgenommen werden. Das bedeutet, Gerät zerlegen und Display-Einheit komplett entfernen. Und wie immer, Akku ist klar, zuerst rausziehen. Also abschrauben, Akkustecker raus und dann Display-Einheit abschrauben. Hab schon zerlegt hier, also Akkustecker zuerst rausziehen, Display-Stecker. Die WLAN-Leitungen und dann Scharnier abschrauben und abnehmen. So, jetzt muss ich hier komplett zerlegen, die Einheit aus dem Gehäuse ausbauen und dann kann man die neue Einheit einbauen. Nur zwischen Ding hier, man kann sehen, das ist sehr fest verklemmt, die Display-Einheit, und weil die Scheibe einen Riss hat, löst sich das Display hier komplett in Einzelteile, fliegt überall so feine Glassplitter. Sollte man wirklich sehr vorsichtig damit umgehen, weil wenn sie einmal unter die Haut gehen, dann ist ganz schlecht. Ja, erstens, zweitens muss ich jetzt ganz ja, akkurat arbeiten. Ansonsten habe ich hier oben Kratzen auf dem Deckel. Na, das klappte sich jetzt nochmal nach vorne. Also, ja. Das mache ich dann in Ruhe und das war's. Ja, die neue Einheit ist montiert. Man sieht hier eine Wölbung. Jetzt ist drin. Ne? Und hier genauso muss man. Jetzt ist drin. Jetzt ist drin. Und hier ist noch eine. Jetzt ist drin. Ne? Das habe ich mit Absicht gelassen. Besser ist, man legt das, ich lege das Display flach und drücke hier mit dem Daumen. Die Scheibe hat eine gewisse Flexibilität hier, darf aber nicht platzen, sonst hat man das neue Material zerstört. Hier geht es einfach rein, hier geht etwas schwieriger. Na, also man schaut am besten, weil die Clips sind etwas weiter von dem Rand und man drückt ja nicht hier und nicht hier, das bringt ja wenig, sondern ein bisschen mehr. Also ich mache das so. Ne? Es kann sein, dass es am Rand so gut aussieht, aber er hat immer noch so eine leichte Wölbung, das heißt, ist nicht eingerastet. Ne? Und daher überprüfen komplett. Und wenn das richtig gut ist, dann ja. So. Und hier kann man sehen, das ist noch eine Spalte. Das heißt, ne? Man sieht hier ist nicht richtig fixiert. Jetzt muss ich mal die Leiste hier ordentlich montieren, damit die Spalte hier weggeht. Ne? Auch das Display ist hier eingerastet. Na, die untere Seite komplett, aber hier geht ja leicht, wie gesagt. So, und dann mit den Tastatur, mit alles zusammenschrauben. Klar, Lüfter muss auch gereinigt werden, das sieht man hier ein bisschen, ja, ist normal und das war's dann schon. So, das Netzteil habe ich nicht dazu. Da probiere ich es mal, also um zu sehen, ob der angeht. Das machen wir gleich. Gut aufpassen, also Antennen wieder. Hier ist so eine kleine, ja, Schaumgummi. Ist aber nicht direkt Schaumgummi, nicht verlieren. Das kann ja leiten, also darf ja nicht irgendwo anderes im Gerät verloren gehen. Ja, dann Display. Angeschlossen und auch so mit dem Schaumgummi. Dann probieren wir jetzt das Gerät anzuschalten. Mal sehen, ob der jetzt genug. Aber ich glaube, ich muss erstmal das Netzteil mit verkabeln.
Das wird ja nicht gehen. Ne, schaltet sich nicht ein. Also zuerst brauche ich das Netz, danach hole ich das Netzteil raus. Ja, beide Leiste hier auch so flach auf den Tisch und zuerst positionieren und dann drauf drücken. Ne? Gut, also brauche ich erstmal Netzteil. Ich wollte testen, bevor ich zusammenbauen. Ja, ist hier ist etwas, was man nicht sehen sollte. Na, also das Display komplett prüfen. Und ja, ob alles okay ist. Und dann kann ich die Folie hier, Transportfolie, aufmachen. Jetzt hat er sich abgeschaltet, weil ich irgendeinen Pin geklickt habe. Bin gespannt, was passiert. Genau, jetzt habe ich im BIOS auch, damit ich sehen kann, ob hier mindestens. Also ich habe das Bild schon gesehen, aber wie gesagt, sind Privatdinge. Die lassen wir einfach so, wie sie sind. Na, okay. Sieht ja gut aus, alles tipptopp. Dann kann man das komplett einschalten. Nur ich nur, ja. Mal schauen, wie schnell. Ja, ansonsten ist alles okay. Ja, auch so bei Abklemmen der untere Gehäuse braucht eine Weile zu booten. An den Kopfhörerbuchse aufpassen hier. Ne? Die schaut ja drauf. Das bedeutet, ich musste das Teil so abklemmen von dem Gerät. Na, hallo, wo bist du? Der ist am Boot. Und jetzt ist das, das da. Na, Lüftergeräusche und so. Was mir nicht gefällt, ist diese Mikro. Ich mal jetzt den Netzanschluss. Ansonsten ist das Gerät an sich, ja, so wie er ist. Ne? Okay, also das war alles zu dem Display hier mit einer Glasscheibe vorne, der kein Touchscreen ist, sondern nur eine Scheibe.